Leute, es ist mal wieder Update-Zeit in Battlefield 2042. Patch 6.0.0 wird am nächsten Dienstag, den 10. Oktober, live gehen. In ihm enthalten ist zum einen natürlich erst einmal die gesamte Season 6, also neue Map, neue Waffen, neue Gadgets etc. Andererseits kommt allerdings auch eine große Masse an Gameplay- und Balance-Änderungen, die das gesamte Spiel verändern werden. Und genau die wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Ich kann euch bereits sagen, da sind super geile Sachen dabei, da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Beginnen wir auch gleich mal mit einem richtigen Schmankerl. DICE hat sich endlich dazu durchgerungen, dem Explosive Spam in 2042 den Kampf anzusagen. Darum gibt es jetzt eine ganze Reihe von Änderungen an explosiven Gadgets und Granaten. Zuerst einmal wird die Splittergranate genervt, der innere Explosionsradius wird von 2,25 Meter auf 2 Meter reduziert und der äußere Sprengradius von 7 Meter auf 6 Meter. Der innere Sprengradius zeigt an, wo die Granate ihren Maximalschaden austeilt, der äußere Sprengradius die Maximaldistanz, wo sie überhaupt noch Schaden macht. Und beides wurde jetzt halt reduziert, dadurch wird die Granate durchaus an Wucht verlieren. Allerdings ist der Nerf noch recht übersichtlich, 0,25 Meter und 1 Meter Reduzierung, das lässt sich wahrscheinlich noch im Großen und Ganzen verschmerzen. Schlimmer trifft es da schon dem SPH-Werfer. Der bekommt nämlich seine Magazinkapazität von 2 auf 1 reduziert. Zusätzlich wird seine Maximalmunition von 4 auf 2 reduziert. In Zukunft schießt man also einen Schuss ab, muss erstmal nachladen, schießt danach einen zweiten Schuss ab und hat dann erstmal keine Munition mehr. Die muss man sich dann erst wieder bei einer Munitionskiste aufladen. Also die Projektile an sich werden nicht verändert, aber ihre Anzahl massiv reduziert. Zusätzlich wird auch die Bewegungsgeschwindigkeit verringert, wenn man sich mit dem SPH-Werfer im Scope befindet. Von 1 auf 0,6. Bei den Streugranaten wird der innere Explosionsradius von 2,5 auf 2 Meter reduziert und der äußere von 6,5 auf 4 Meter. Das Ganze ist also auch ein indirekter Nerf für Sundance, weil ihre Spezialistengranate genervt wird. Ebenfalls indirekt verschlechtert wird Zane, indem sein Spezialisten-Gadget der XM370A ebenfalls einen ordentlichen Nerf bekommt. Hier wird als allererstes einmal das Ersatzmagazin komplett gestrichen. Man hat jetzt also nur noch das Magazin direkt in der Waffe dabei. Gleichzeitig wird auch die automatische Aufladezeit der Munition von 15 auf 18 Sekunden erhöht. Also unterm Strich wird man mit dem XM370A um einiges weniger schießen können. Die Projektile von ihm werden jetzt übrigens auch die Umgebung erhellen. Ich nehme an, das soll dazu führen, dass man sie besser sieht und ihn eventuell auch besser ausweichen kann. Zu guter Letzt wird auch der Einsatz von C5 auf Infanterie erschwert. Der Radius, in dem das C5 einen Infanteristen mit vollem Leben tötet, wird verkleinert. Das ist aus meiner Sicht schon fast übertrieben. Das C5 konnte man, dadurch, dass man es nicht mehr so weit schmeißen kann, sowieso schon nicht mehr so gut gegen Infanterie einsetzen. Aber okay, es reiht sich gut in die anderen Maßnahmen mit ein. Unterm Strich sind diese Änderungen auf jeden Fall zu begrüßen. Es gab wirklich viel zu viele Explosionen in dem Spiel und die werden mit diesen Maßnahmen Gott sei Dank massiv reduziert werden. Machen wir weiter mit den Änderungen an den Spezialisten, da gibt es nämlich auch so einige. Beginnen wir mit Blasco, der Ortungsradius von ihrem X6 Infiltrationsgerät wird um 10% erhöht, also Blasco wird tatsächlich ein wenig gebufft. Ebenfalls gebufft wird Boris, seine Spezialistenfähigkeit Sentry Gun Bediener hat nun einen größeren Einsatzradius, der erhöht sich von 1,6 Meter auf 3,2, also so nah muss Boris mindestens an der Sentry Gun stehen, damit die Fähigkeit aktiviert wird. Die besagte Fähigkeit bewirkt dann ab sofort, dass die Feuerrate der Sentry Gun sich um 25% erhöht. Das wird das Teil wirklich um einiges stärker machen. Es macht also in Zukunft noch einen größeren Unterschied, ob Boris an seinem Geschütz dran spielt oder eher weiter weg sich befindet. Crawfords Spezialistenfähigkeit mit dem schnelleren Reparieren von kritisch getroffenen Fahrzeugen wird komplett gestrichen. Stattdessen bekommt er die Fähigkeit Tiefe Taschen. Das bedeutet, dass er mit dem Spawn immer eine zusätzliche Raketenwerfermunition dabei hat. Anders formuliert, da ja nur er und Boris überhaupt die Raketenwerfer ausrüsten können. Wenn Boris eine Javelin mitnimmt, hat er standardmäßig 3 Schuss dabei. Wenn Crawford eine Javelin mitnimmt, hat er halt 4 Schuss dabei. Die maximale Munitionskapazität wird halt um 1 erhöht. Und das gilt dann selbstverständlich für alle Raketenwerfer. Kommen wir zu Dozer, der wird einer der großen Verlierer dieses Updates. Ab sofort wird ihr zusammenzucken, wenn er Schläge auf seinen Schild kassiert und er wird auch ein wenig Schaden dabei nehmen. Ich nehme stark an, dass das bedeutet, dass man sein Schild so ein bisschen wegkneifen kann. Zusätzlich wird seine Bewegungsgeschwindigkeit und Mobilität massiv eingeschränkt. Seine Drehgeschwindigkeit reduziert sich auf 265 Grad pro Sekunde, seine Pitchgeschwindigkeit auf 190 Grad pro Sekunde, das Links-Rechts-Gehen reduziert sich von 0,9 auf 0,85. Genau dasselbe passiert auch beim Rückwärtsgehen und die Sprintgeschwindigkeit wird von 0,9 auf 0,8 reduziert.
Zusammengefasst kann man also sagen, Dozer wird wieder um einiges langsamer und schwerfälliger. So schöne Runs, wie ihr gerade im Hintergrund seht, werden also mit Dozer in Zukunft um einiges schwieriger werden. Machen wir weiter mit Falk, da steht so ein bisschen was Komisches in den Patch Notes, nämlich angeblich hätten die Pinguine die Munition ihrer Spritzenpistole geklaut und jetzt hätte sie keine Munition mehr dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Gag sein soll oder ob es wirklich bedeutet, dass Falks Munition für die Spritzpistole irgendwie reduziert wurde oder sonst irgendetwas. Da werden wir wohl so ein bisschen abwarten müssen, was dann tatsächlich am Dienstag kommt. Das ist, wie schon gesagt, wirklich etwas komisch hier drin beschrieben. Kommen wir nun zu einem weiteren sehr großen Verlierer dieses Updates und das ist McKay. Die Reichweite seines Enterhakens wird um 17% verringert. Obendrauf wird auch noch die Geschwindigkeit des Enterhakens reduziert. McKay hat ja vor ein paar Monaten schon mal einen harten Nerf bekommen, das ist jetzt also schon sein zweiter und ich sag euch ganz ehrlich Leute, das reicht jetzt auch wirklich langsam. Ich fand McKay, wie er jetzt war, eigentlich schon ganz in Ordnung. Dass man ihn jetzt nochmal nerven muss, halte ich schon fast für übertrieben. Das Ganze hat wohl den Hintergrund, dass Dice einfach die Möglichkeit reduzieren möchte, wo McKay hochkommt, weil dadurch das vertikale Gameplay zu krass sonst wird. Das kann ich schon irgendwo verstehen, trotzdem ist es ein wenig schade. Der Scanner von Pike wird leicht verbessert, ab sofort zeichnen sich die Gegner besser von der Umwelt ab und auch die Aufenthaltszeit wird erhöht. Ich nehme an, dass das bedeutet, dass diese Umrisse der Gegner so ein Tick länger präsent sind. Und audiotechnisch wird er auch überarbeitet, ab sofort soll man wohl auch hören können, wie viele Gegner man mit einem Scan aufgedeckt hat. Kommen wir nun noch zum großen Gewinner dieses Patches, nämlich Rau. Bisher war es ja so, dass Rau einen Gegner hacken und ihn anschließend töten musste, damit alle Gegner in einem Umkreis von 10 Meter aufgedeckt werden. Ab sofort kann er auf das Töten verzichten. Sobald er einen Gegner hackt, werden alle Feinde, auch Fahrzeuge und Geräte in einem Umkreis von 10 Metern aufgedeckt. Bisher war es ja so, wenn er Fahrzeuge gehackt hat, konnten die dann nicht mehr schießen. Ab sofort können Fahrzeuge dann noch schießen, werden allerdings beschädigt. Rad, Turm und Motorschaden werden ausgelöst. Sie bekommen also mehr oder weniger einen kompletten Mobilitätskill. Gerade für Helikopter könnte das richtig übel werden. Die EMP-Granaten werden wohl in Zukunft einen ähnlichen Effekt erzielen. Diese Änderungen voraus sind wirklich dringend notwendig. Man muss es so hart sagen, in den letzten Wochen war er ziemlich nutzlos. Ich hoffe, dass er dadurch wieder attraktiver wird. Soweit zu den Spezialisten, weiter geht's mit den Waffen. Ja Leute, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Update. Zuallererst einmal wird der gesamte Rückstoß der Waffen technisch gesehen verbessert. Es war bisher tatsächlich so, dass es vorkommen konnte, dass durch harten Rückstoß der Bildschirmmittelpunkt nicht mehr der Punkt war, wo man auch wirklich hingeschossen hat. Und das ist für einen Shooter ein absolutes No-Go. Und nach gerade einmal 2 Jahren hat DICE es nun endlich hinbekommen, das Ganze zu fixen. Generell werden auch die Schalldämpfer und die Unterschallmunition überarbeitet. Ab sofort wird es so sein, kleiner Schalldämpfer alleine, über 40 Meter keine Aufdeckung auf der Minimap. Kleiner Schalldämpfer kombiniert mit Unterschallmunition, keine Aufdeckung über 20 Meter. Großer Schalldämpfer alleine, keine Aufdeckung über 20 Meter. Großer Schalldämpfer plus Unterschallmunition, keine Aufdeckung auf jede Entfernung. Da ist es zu der Auffassung gekommen, dass die LMGs als Waffkategorie einen Tick zu schwach sind. Darum werden sie generell ein wenig verbessert, indem man ihre Streuung reduziert. Des Weiteren werden sie mit der Absicht verändert, dass sie auf längere Distanzen genauer und zuverlässiger sind, auf kurzen Distanzen hingegen eine nicht so gute Agilität besitzen. Einzelne LMGs erfahren auch nochmal eine leichte Rückstoßerhöhung. Die PKP bekommt eine vertikale Rückstoßerhöhung um 5%, die M240B bekommt ebenfalls eine vertikale Rückstoßerhöhung um 5% und die RPT-31 bekommt eine vertikale Rückstoßerhöhung um 8%. Auch die DMRs werden leicht überarbeitet. Das bedeutet, dass bei der M39, der SVK und der SVD die Streuung beim Höchstfeuer leicht erhöht wird. Bei der VK wird die Streuung beim Höchstfeuer leicht verringert und bei der BSV wird der horizontale und der anfängliche vertikale Rückstoß leicht erhöht. Das ist für mich wirklich auch eine sehr interessante Änderung. Die BSV ist ja momentan eine der stärksten Waffen im gesamten Spiel. Könnte sein, dass sich das mit diesem Update ändert. Es gibt auch noch ein paar kleine Änderungen an den anderen Waffen. Bei der P90 wird die Streuung erhöht. Der Kopfschussmultiplikator für die 12M Auto und die MCS 880 wurde komplett entfernt, um sie in Einklang mit den anderen Schrotflinten zu bringen. Und der Sprengradius für den Explosionsbolzen für den Ghostmaker wurde von 2 auf 3 Meter erhöht. Soweit zu den Waffen. Ich habe euch hier wirklich nur das vorgelesen, was ich auch für einigermaßen wichtig halte. So werde ich es jetzt auch bei den Fahrzeugen halten. Ansonsten sprengt das hier massiv den Rahmen. Die ganze Fahrphysik der Bodenfahrzeuge wird ja mit dem Patch überarbeitet. Ab sofort soll sich das Ganze einfach viel besser und realistischer anfühlen.
Bei den Transporthelikoptern wird wohl das Hauptgeschütz in Form des 40mm Granatwerfers geändert. Dafür gibt es jetzt 30mm Kanonen. Das dient wohl auch dazu, um den Explosive-Spam zu reduzieren. Die HHV-EMG-Maulwaffe wird nicht länger einen One-Shot auf Jets, Nightbirds und Stealth-Helis auf eine Distanz von über 330 Metern machen, bei Attack-Helikoptern nicht mehr auf eine Distanz von über 280 Metern. Damit soll verhindert werden, dass die Panzer einfach nur stupide im Spawn campen und von dort aus versuchen, die feindlichen Helis abzuschießen. Ab sofort wird Piloten und Fahrern angezeigt, wenn sie von einer Softlam oder von einer Tracer Dart aufgelockt werden. Sozusagen als Vorwarnung nach dem Motto: Vorsicht, du bist jetzt lasermarkiert, es könnte gleich was kommen. Die Anzeige ist damit anders, als wenn zum Beispiel eine Stinger einen Auflock beginnt. Das war's auch schon wieder mit den Fahrzeugen. Es gibt auch noch eine sehr interessante Änderung generell, was die Aufklärer angeht. Sie bekommen eine weitere Waffenkompetenz, die ihnen ermöglicht, schneller auf die Sekundärwaffe zu wechseln. Das ist natürlich gerade für Scharfschützen eine sehr feine Sache. Ja, Freunde, und damit sind wir auch schon wieder mit dem Wichtigsten durch. Natürlich gibt es noch einen Haufen an Bugfixes und kleinen Map-Veränderungen, sowie Verbesserungen an der AI und am Audio. Das lasse ich jetzt allerdings alles weg, weil ich denke, dass das für die meisten sowieso nicht so interessant sein wird und weil das Ganze jetzt hier auch nicht zu lang werden soll. Der Aim Assist für die Controller wurde auch überarbeitet, davon lasse ich allerdings auch lieber die Finger, weil da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich bin so 100% PC-Spieler, ich habe noch nie auf einer Konsole gezockt. Also ein Ego-Shooter, sonst natürlich schon. Wenn ihr selber nochmal etwas nachlesen wollt, die Patchnotes sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich muss sagen, diese Änderungen klingen wirklich hervorragend. Ich habe wirklich die große Hoffnung, dass das Spiel nach diesem Patch auf einem viel höheren Qualitätsniveau sein wird. DICE scheint nämlich endlich einmal ein wenig auf die Community zu hören. Gerade die Balance-Änderungen klingen sehr logisch und durchdacht. Ich freue mich wirklich schon sehr auf nächsten Dienstag, dann geht's endlich los. Lasst gerne eure Meinung zum Patch unten in den Kommentaren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein!